Hans Meerstorn. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Müssen Sie ihn eben einen Augenblick aus der Zelle rausholen oder das Telefon in die Zelle reinholen. Jedenfalls, ich will den Herrn Willers hier am Apparat haben. Hier? Hier ist die Deutsche Frachtunion. Der Generaldirektor persönlich am Apparat. Habe ich Sie richtig verstanden? Würden Sie das eventuell zurücknehmen? Gut, dann ist die Sache für mich erledigt. Bitte. Du hast noch nicht gesetzt. Kennst du einen gewissen Kecko? Na und ob? Auf den warte ich nämlich. Müsste schon lange hier sein. Du, das war vorhin schon falsch. Ah. Na? Noch eine Dose Erbsen? Hello, Herr. I can't see a piece no more. Verstehe ich gar nicht. Ein Bier? Bringen Sie uns bitte noch zwei Bier. Nein. Nein? Hierfür kriegt man normalerweise drei Bier. Mindestens. Und ein freundliches Lächeln dazu. Aber Herr Meerstorn, wir haben so 20 Kisten Erbsen in der Küche. Ja und? Ihr macht doch einen riesen Reibach damit. Indem ihr das ganze Zeug an alle Hotels jenseits des Polarkreises verkauft. Das ist doch Mitternacht sonnenklar. Aber wir möchten auch Bargeld zählen. Statt dass ihr froh seid, dass euch einer so viel Gemüse besorgt. Bei dem Wetter hier und bei der Ernährung. Da ist Vitamin C das A und O. Anne, den Schatz. Keiko. Ja? Na, was geht's? Ärger gibt's, Herr Keiko. Großen Ärger. Mein Freund Willer sitzt in Karigas neben ihm, im Knast, beim Zoll. Das weiß ich. Er sitzt, na und? Ja, und? Und da sitzt er nur halt. Bestimmt nicht zu Unrecht. Ihr Freund war so leichtsinnig, in meinem LKW Alkohol zu schmuggeln. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie sich darüber aufregen. Weil er erstens mein Freund ist, weil zweitens Ihr Fahrer ist. Und weil Sie drittens der Einzige sind, den wir da rausholen kann. Hören Sie mal, wie kommen Sie denn auf diese verrückte Idee? Gucken Sie mal, Chef, in guten Zeiten verdient er Ihnen noch gutes Geld. Und jetzt sitzt er mal in der Patsche und da sind Sie eben mal an der Reihe. Soll das etwa heißen, Sie haben mich durch halb Finnland fahren lassen, nur um mich mit solchen Albernheiten zu belästigen? Na ja, nun, Sie
werden schon auch noch ein bisschen was anderes in der Gegend zu tun haben, wie ich sie kenne. Ich habe keine Beziehung in dem Land. Sie haben Beziehung. Und wenn der Villas in 24 Stunden nicht aus dem Kahn ist, dann können Sie mich mal von meiner ganz unangenehmen Seite erleben. Ach, bitte erklären Sie mir, was Sie darunter verstehen. Dann entlasse ich Sie, Herr Kecko. Schön, ich nehme Ihr Angebot an, Herr Mirstonk. Und jetzt dürfen Sie gehen. Soll das komisch sein? Das war doch Spaß, Chef. Und nun möchte ich noch etwas Geschäftliches erledigen, falls Sie nichts dagegen haben. Ganz in der Nähe. Haben Sie zufällig Zeit? Ich habe eine dringende Fuhre von hier nach Hammerfest. I'm still on my way. Wie sieht's bei Ihnen aus? Und Sie? Na und du, Mamuschka? Ich habe mich bei dir nicht rausgeschmissen, Kecko. Ich wusste es ja, du bist vernünftig. Fahr gleich los. Nein. Bitte? Nein, ich fahr nicht. Ich will nicht. Bist du denn verrückt? Jetzt bist du seit 7 Monaten ohne Arbeit und jetzt kriegst du endlich mal eine und die lässt du sausen. Die Fuhre mache ich nur mit dem Beifahrer. Na gut. Dann such dir eben einen. Also dann. Arbeitslos am Nordpol. Ja. Du, Sven? Ja. Meinst du nicht, dass es zu gefährlich ist? Wieso? Man hört doch überall, dass bei dem Kecko so allerhand aus der Ladung verschwindet. Was dir so alles durch den Kopf geht? Jetzt schlaf mal. Du hast eine anstrengende Tour vor dir. Na Gott sei Dank, fährt der Mirstonk mit. Das hättest du auch allein geschafft. Was soll denn schon passieren? Sag mal, was sollen denn die 1000 Büchsen Erbsen im Auto? Ich stehe unheimlich auf Erbsen. Bisschen übertrieben, immer nur Erbsen. Vor 3 Wochen hatte ich 18 Tonnen Erbsen drauf, von Tampere hier hoch. 40 Paletten. Aber 41 hatten sie mir aufgeladen. Stand ich auf einmal mit einer ganzen Palette Erbsen so viel da. Dem Kecko haben sie nicht gefehlt und dem Typ hier oben wollte ich sie nicht schenken. Ach so, und seitdem stehst du auf Erbsen. Du wirst mir noch mal dankbar sein. Reich mir mal den Kram hoch. Oder hast du irgendein Proviant besorgt? Nee, wann denn? Ja, nimmer. Siehste, einer muss sich doch um den Haushalt kümmern. Ja. Hast du mal die Frachtpapiere? Ja, da. Oh. Erstaunst du, was? Das ist ja Wodka. 24 Tonnen. Mindestens 250.000 Mark. Hätte er uns auch gleich sagen können. Warum denn? Weil es hier oben mit Wodka immer Ärger gibt. Oh.
freuen, wa? Wahrscheinlich vorne. Nix. Wenn sie heiß werden würden, dann würden sie auch auftauen. Tun sie aber nicht. Ja, ist ein bisschen frisch heute. Mehr als 20 Grad minus. Na, Tee, musst ein bisschen für uns sorgen. Du musst dir das so vorstellen. Da ist ein winziges Tröpfchen Kondenswasser in der Druckluft. Und das friert zu einem ganz kleinen Eiskörnchen. Und das Eiskörnchen setzt sich direkt vors Ventil. Und deswegen kann natürlich keine Luft mehr durchkommen. Und deswegen ist oben der Druckabfall. Und deswegen bremst er auch nicht richtig. Was du nicht alles weißt, sieh mal einer an. Donnerwetter. Sind aus Plastik. Bremsschläuche sind aus Trellflex. Ja, aber die brennen wie verrückt. Oh ja. Das ist aber auch das Einzige, was sie mit Wischeimern gemeinsam haben. Ist sie sauer? Überhaupt nicht. Wäre auch noch schöner. Sag mal, wie lange bist du eigentlich dabei? Auch da hatte ich noch nicht mal einen Führerschein. Und durch die erste Prüfung bin ich durchgefallen. Aber mit 18, da hatte ich dann schon mal einen Zweier. Und hier, warte mal. Ja, hier. Das war mein erster eigener Wagen. Auch ein Siso. Schön, nicht? Und wer ist der Typ da? Hä? Mechaniker. Und? Hast du mit dem auch Pech gehabt? Hä? Wenn ich nicht so verrückt gewesen wäre und unbedingt hätte Lastwagen fahren müssen, weißt du, dann wäre das bestimmt nicht schief gegangen. Das muss nicht so sehen. Das sehe ich gar nicht so, das sehe ich goldrichtig. Guck mich an, bin ich verheiratet? Seit 11 Jahren und 3 Monaten nicht mehr. Jetzt hau ich mich in die Koje und du fährst ein Stück. Wozu denn die Hektik? Ich dachte, ich schlaf mal eine Runde. Nix. Das Wohnmobil hat mich nervös gemacht.
ist 9 Stunden hinter uns hergefahren und ringsum keine Sau. Ach, das sind Touristen, bestimmt. Meistens Deutsche, du, die sind so verrückt. Die fahren hierher und wollen die russische Grenze mal sehen. Und dann fahren die 2000 Kilometer wieder zurück. Ach, mit einer finnischen Nummer. Und 9 Stunden ohne uns zu überholen. Ach, was soll er denn machen? Die Straßen sind doch viel zu eng, kann uns doch gar nicht überholen. Dein Wort in Gottes Gehör, schöne Frau. So. Auf geht's. Hab lange nicht so dicht bei einer schönen Frau geschlafen. Aber fahr anständig. Stimmt's? Du bist durch die zweite und dritte Prüfung auch durchgefallen. Scheiß Licht. Macht mich völlig fertig. Mädel, du bist blind. Blind wie eine Eule. Aber nur nachts. Mann, es ist Nacht. Hier ist den ganzen Tag Nacht. Die ganze Nachttag ist hier. Aber nur im Sommer. Es ist auch so gut wie Sommer. Du weißt ganz genau, dass hier nicht mehr Sommer ist. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Du bist doch nicht mitgekommen, oder? Na, jedenfalls hätte ich mich nicht schlafen gelegt. Ist doch ehrlich, erst seit ein paar Wochen so. Früher war es wirklich nur nachts. Haben sie dir deswegen keine Fuhren mehr gegeben? Hm? Weißt du, ich mache uns jetzt erstmal was Ordentliches zu essen. Hm. Ich habe noch ein Rentiersteak und Preiselbeeren und dann gibt's Maulbeerkuchen. Hm? Ich guck mir mal den Wagen an. Und sag nicht immer Rentier. Lieber Gott, wir stehen mitten in Finnland. Und jetzt eine französische Zwiebelsuppe. Und dann deutsche Kohlroulade mit Knoblauch. Und zum Nachtisch von mir aus finnische Moosbeeren. Und das Ganze in Marokko. Das wäre was. Willst du ein Gedicht hören? Ja. Das Eis ist vom See noch nicht runter, da werden die Lappländer munter. Es gibt sogar welche, die knutschen die Elche und die Sonne geht gar nicht mehr unter. Da kann ich noch mehr von. Hallo. Guten Morgen, ne? Geschlafen? Danke, zu gut. So, dann wollen wir mal gucken. Da habe ich mir gedacht, dass wir so einen Scheiß erleben. Wenn wir durchgefahren wären, hätten wir das Problem nicht. Ja, tut mir leid. Du kannst ja vielleicht ein bisschen Teewasser über den Motor gießen.
da? Kannst du mal auf den Anlasser drücken? Du hast keinen Kollegen gebraucht, du hast einen Kraftfahrer gesucht, der dich in der Gegend rumkutschiert. So ist das. Weil Lastkraftwagen fahren ja so einen unheimlichen Spaß macht. So. Lass mal kommen. Na los. Nochmal. Danke. Mhm. Preiselbeeren. Schwarzwälder Kirschmarmelade. Wird aber hier gemacht. Naja. Überall auf der Welt nur Beschiss. Bei uns gibt's finnische Saunas. Die werden in Italien zusammengebastelt. Was hast du eigentlich heute Nacht im Wald gemacht? Woher weißt du denn, dass ich im Wald war? Ich hab überall meine Leute. Also ich weiß ja nicht, was du in so einem Fall machst, aber ich gehe da in den Wald. Das habe ich mir schon gedacht. Aber warum fragst du dann? Ich dachte, vielleicht fällt dir noch was Besseres ein. Sag mal, was soll das eigentlich? Glaubst du mir nicht, oder was? Mann, wer spießt denn beleidigte Leberwurst, bloß weil ich auch mal was weiß, ne? Ja, zum Beispiel über eingefrorene Bremsen. Und dann machst du einen großen Maximus, weil du einen kalten Motor starten kannst. Und da kann ich lieber in den Wald gehen. Hey. Mir reicht's langsam. Du beruhig dich mal. Ach, hör auf. Du, lass das. Nimm die Hüter weg. Zu Befehl, Frau General. Also wenn schon, dann Generalin, bitte, ja? Nee. Generalin ist bloß die Frau vom General. Eine Frau, die richtig General ist, heißt Frau General. Scheißegal. Ja, ist aber so.
schau her. Wen haben wir denn da? Komm. Komm, gib Papa Händchen. Oh, Papa. Alles okay? Bist gesund? Ja? Dann wollen wir dir mal eine spielen. Jetzt ist er mir durch die Lappen gegangen, Mensch! Warum hast du das öfter? Halt endlich an! Bin ja ein bisschen schwer von Kaffee. Aber so ganz allmählich fällt bei mir der Groschen. Brecher! Haben Sie hier irgendwo ein Wohnmobil gesehen? Warum parkst denn du so komisch? Das mache ich manchmal so. Zum Beispiel, wenn ich viel Schnaps hinten drauf habe und nicht weiß, mit wem ich fahre. Und nicht weiß, wer hinter mir herfährt. Darf ich schon das Telefon kassieren? Was denn für ein Telefon? Sie haben eben telefoniert. Ich habe nicht telefoniert. Willst du dein Telefon nicht bezahlen? Hm? Ach, jetzt reicht's mir aber. Sven und du. Ihr seid vielleicht ein Traumpärchen. Da muss einer erst drauf kommen. Nacht, nee, Frau. Und damit zahle ich das Telefon und eine Füllung Kaffee. Also, darf man erfahren, warum du mich extra herbestellst? Gib doch zu. Das hast du in meinen Frachtpapieren gesehen. Und nicht nur einmal. Und du warst es auch, der dem Kecko den Schnaps aus seinen Ladungen geklaut hat. Na, du warst doch der Einzige, der wissen konnte, wann, wo, was drauf ist. Allerdings. Nur um das herauszukriegen, warst du hinter mir her. Ich hinter dir her? Ich hab mich doch für dir kaum retten können. Tu nicht so scheinheilig. Du hast mir die Papiere doch extra gezeigt. Das ist nicht wahr. Und ob das wahr ist? Du hast doch auch gedacht, wenn wir die 20 Tonnen Schnaps verscheuern, dann sind wir aus dem Schneider. Du, ich geh zur Polizei. Mach das. Dann gehst du mit mir in den Knast. Aber getrennte Zellen. Ach, Sven, ich... Sven, Sven! Hör mal, was du bisher aus den Ladungen geklaut hast, das weiß keiner da. Ich hab's ja nicht mal gewusst. Aber wenn du jetzt die ganze Fracht klaust, dann kriegen sie dich. Das Ding ist einfach zu groß. Wenn du nicht mitmachst... Ich schmeiß einen Sechser im Lotto nicht weg. Sven, bitte. Ich lieb dich. Wenn du nicht mitmachen willst, dann lass den Arsch alleine weiterfahren. Am Lemmenjockey, da schnappen wir uns den. Da kannst du Gift draufnehmen. Und du steigst vorher besser aus.
Das ist gut für die Gesundheit. Und wenn ich dir das sage, dann nimm das als einen Liebesbeweis. Guten Morgen. Morgen. Ist die Mamuschka, ich meine, die Frau Gronski schon unten? Welche Zimmernummer hat die? Frau Gronski hat kein Zimmer in diesem Hotel. Und ich kenne auch keine Frau Gronski. Ah ja, die schläft auch immer draußen im Wagen. Kann ich mal telefonieren? Ja. Hallo? Entschuldigung, mein Name ist Franz Meerstonk. Ich hätte gern mal den Herrn Günther Willers gesprochen. Hm? Hallo, Günther! Also, hat ja wenigstens das geklappt, ne? Und ob du? Dafür hat er mich auch gleich rausgeschmissen, die dumme Nuss. So, das nächste Mal kannst du von mir aus im Knast überwintern. Wenn man zum Schmuggeln zu dusselig... Naja gut, ich meine, zu ehrlich ist, da muss man es irgendwann mal sein lassen, verstehst du? Ach komm, vergiss es. Hör mal, du kannst dich revanchieren. Jetzt sitze ich nämlich in Apache. Nicht im Knast, in Apache habe ich gesagt. Hör mal, du charterst dir ein Flugzeug und einen kräftigen Kerl. Hör doch mal zu. Ach, das ist doch kalter Kaffee, so klappt das doch. Mann, das weiß ich, dass das Geld kostet. Da kostet es eben ein paar Mark. Ich kann mir sie aussuchen. Hä? Quatsch, natürlich hau ich dich da raus, doch klar. Aber ich habe eine bessere Idee, wie wir das... Oh, sag nochmal. Ja, stell dir vor. Pass mal auf. Kennst du die Geschichte von den beiden Schweden, wie die 20 Tonnen Schnaps über die Grenze geschafft haben? Wir hatten zwei völlig gleiche Auflieger. Sind wir zur Grenze, haben den einen ab... Okay. Ist ja gut, erzähle ich ein andermal. Jedenfalls der Mika, der hat genauso eine Karre und Auflieger, wie du ihn jetzt fährst. Und in 12 Stunden kann ich bei euch sein. Jetzt alles klar? Na, schön geschlafen im Federbettchen? Ja. Schon mal was Feines, wenn man die ganze Nacht die Beine lang machen kann, wa? Ich habe auch nicht schlecht geschlafen. Wo ist denn der Zündschlüssel? Weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht. Natürlich hast du den. Du hast ihn noch immer. Ich will nicht, dass wir fahren. Ach, was ist denn das für eine Berufsauffassung? Ich will nicht, dass wir weiterfahren, dass uns was passiert und dass die uns die Ladung abnehmen. Hör jetzt endlich auf, mir eine Oper vorzuspielen. Ich spiel dir nicht vor. Du hast mich schon in der ersten Nacht beschissen, als du im Wald warst. Da bist du ins Wohnmobil gerannt zu Sven. Gestern hast du mit ihm telefoniert. Und heute Nacht war auch nichts mit Federbettchen. Da hast du wieder mit ihm getortelt. Habt euch über unsere nette kleine Schnapsparty lustig gemacht und über den blöden Meerstong. Gib doch zu, dass du mit ihm unter einer Decke steckst. Jetzt hat der Kriegsrat beschlossen, dass die ganze Fuhre am besten hier liegen bleibt, damit der Meerstonk die Fliege macht und damit ihr den Auflieger in aller Ruhe abschleppen könnt. Nein! Doch! Wir dürfen auf keinen Fall am Lemmenjoki langfahren. Nee? Sondern? Es gibt eine Nebenstrecke, die ist nicht gut, aber am Lemmenjoki. Da warten die bösen Buben auf uns, ne? Aber die Nebenstrecke ist prima, da können wir ruhig langfahren. Mädel, doch nicht mit mir. Na, dann lass mich alleine fahren und ich gebe dir den Anteil von der Prämie jetzt. Aha. Wenn ich eine Fuhre übernommen habe, dann fahre ich sie dahin, wo sie hin soll. Und zwar auf dem Weg, den ich fahren will. Und jetzt gib mir endlich die Schlüssel. Komm.
für einen scheiß Job, den wir da haben, was? Aber du hast wenigstens Kinder gehabt. Wenn ich welche gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich aufgehört. Nie wieder angefangen. Dann hättest du auch diesen Sven nicht kennengelernt, wa? Du machst immer alles richtig, ja? Wenn's eben geht, ja. Jedenfalls klar, ich kann jetzt 20 Tonnen Schnaps. Ich auch nicht. Was? Einsteigen. Schläuche ab? Was hast du denn vor? Der Fluss hier ist doch der Lemmenjoki, oder? Ja. Na ja, dann mach die Schläuche ab und kuppel aus. Okay. Hoppa. Sag mal, was soll denn das? In der Nähe soll es doch passieren, stimmt's? Ja, wenn's hier passieren soll, kriegen sie nur uns. Jedenfalls nicht die Ladung. Oder haben die gleich eine zweite Zugmaschine mitgebracht? Hä? Müsstest du doch wissen. Hä? Über ganz nette Leute. Na ja, kein Mensch hat uns überfallen. Du hast deins kalt noch. Ich bin noch am Leben. Der Schnaps ist auch noch da. Vielleicht weiter vorne. Weiter vorne, vielleicht. Vielleicht fahren wir noch 1000 Kilometer. Thank you.
sehen, du Arsch! Meine Dienstmütze. Brumm, brumm. Hier, das gehört auch noch dazu. Hast du das gesehen? Der Typ sagt nicht mal Danke. Sven? Der war doch der Hauptmacker. Sven ist auf und davon. Ja, ihr guckt mich so an. Ich habe ihn nicht laufen lassen. Mamuschka hat ihn laufen lassen. Seinetwegen hat sie auch den Unfall gebaut. It was my trailer. Das konnte sie doch nicht wissen, dass das dein Auflieger war. Sie hat natürlich gedacht, das ist ihr Auflieger mit dem ganzen Schnaps obendrauf. Und sie hat gedacht, wenn sie das Zeug in den Bach fährt, gibt's auch nichts mehr zu klauen. Und dann kann ihr Sven auch nicht zum Verbrecher werden. Ihr müsst das so verstehen, es war sozusagen, ja, es war eine Liebestat von ihr. Ja. Ich dachte, sie ist so gut wie blind. Ist sie auch. Vor allem ist sie aus Liebe blind. Naja, Hauptsache, sie kommt durch. Ist das nicht ein Wunder, dass sie das Ding überlebt hat? Ich dachte schon, du bist da drin, du. Herr Meerstang. Chef. Es gibt ein kleines Problem mit Ihrer letzten Fuhre. Wie ich eben erfahre, hatten Sie da 41 Paletten geladen. Stimmt doch nicht? In Ihren Papieren stehen aber nur 40 Paletten Erbsen. Merkwürdig. Und in Inneré sind auch nur 40 Paletten ausgeladen worden. Also wo ist die 41. Wissen Sie, wie viel Schnaps wir Ihnen gerettet haben? Wieso? 20 Tonnen! Ich rede nicht von dieser Tour, sondern von der letzten. Und da fehlte ein Teil der Ladung. Denken Sie gründlich nach, dann fällt Ihnen sicher ein, wo sie ist. Sie wissen doch, als Fahrer sind Sie für Ihre Ladung verantwortlich. Gehen wir hinein. Herr Kecko, wir lieben zu scherzen. Der Wodka, der lag ihm am Herzen. Geklaut hat ihn keiner.